Guten Morgen aus dem schönen Lappland. Tasse hoch. Die Sonne, wie sollte es anders sein, scheint natürlich schon wieder. Hoffentlich habe ich jetzt nicht ein bisschen übertrieben für den ganzen Tag heute. Ist das nicht wieder herrlich? Ein Ausblick, traumhaft. So, heute fahren wir erstmal Richtung Laponia. Das ist auch noch in der Nähe von einem Sarek-Nationalpark. Da besuchen wir mal so ein Besucherzentrum. Da kann man irgendwas über die Samen erfahren und so. Das gucken wir uns dann mal an. Das ist so eine Stunde von hier entfernt. Oder anderthalb, Stunde anderthalb. Und dann werden wir wieder zurückfahren, fahren wir wieder ein Stück runter Richtung Jokkmokk und da werden wir auf jeden Fall einen Übernachtungsplatz suchen heute. Und das reicht jetzt mal an Planung, an Urlaubsplanung. Hier oben jedenfalls. Wir verlassen jetzt diesen schönen Ort. Sagen auch wieder hier einmal Danke, weil das ist wirklich super toll. Kann man einfach immer nur, kann man nicht oft genug machen. Die GPS-Koordinaten wieder unten in der Infobox. Und es ist hier wirklich, also ich glaube, ich habe das schon so oft gesagt, auch den anderen Tagen davor. Das Ganze ist wahrscheinlich dem Corona geschuldet, dass hier keine Menschenseele ist. Das ist ein riesengroßer Platz. Hier sind wirklich sehr viele Feuerstellen. Also wenn hier jetzt 20, 30, ich glaube hier passen, ich weiß gar nicht, wie viel, 50 Camper rauf oder sowas. Ein riesengroßer Platz hier. Ich glaube, dann ist das Ganze nicht mehr so idyllisch wie jetzt. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Laponium, nee, Naturum Laponia, so heißt das. Und melden uns dann, wenn wir da sind. Weg in diesen Naturum Laponia mussten wir einmal kurz anhalten. Das musste man sich einmal hier reinziehen. Wahnsinn. Was für ein Panorama. Hier noch ein bisschen Schnee am Strand. So, wir sind an dem Naturum Besucherzentrum angekommen. Wieder mal bei strahlendem Sonnenschein, blauer Himmel, genial. Eingang ist da. Und werden jetzt mal gucken, was es hier so zu gucken gibt. Erstmal. Übrigens die Kulisse. Lässt sich sehen. Schneebedeckte Berge im Hintergrund. Das so ein Samenhaus ist. Da müssen wir doch mal reingucken, was da drin ist. Das Schöne ist, die Tür ist auf. Das ist aber gemütlich hier. Das ist wohl so ein kleiner Aufenthaltsraum mit Rentier, Fell auf den Bänken, Holz. Ja, das scheint hier eine Sauna zu sein. Ofen, oben die Öffnung. Das ist eine Sauna. Sehr kuschelig gemacht, das Ganze. Sehr schön gemacht ist auch, dass hier immer überall so kleine Stege zu weiteren kleinen Aussichtspunkten führen.
mehrere Terrassen auf vor dem Center. Da kann man wahrscheinlich schön in der Sonne sitzen und ein Käffchen trinken. Hier gehen halt überall so kleine Stufen lang und Wege lang. Sehr schön gemacht hier. Gibt es solche schönen Infoboxen, da dreht man dran. Fortsätt veva tills ljudet börjar spela. Und dann hört man irgendwas auf Läppisch. So, wieder am Parkplatz angekommen. Schönes Zentrum, alles super schön angelegt. Wir fahren jetzt mal ein Stück weiter und gucken, ob wir irgendwo einen schönen Platz finden. Wir mussten einfach mal wieder anhalten, das ist ja Wahnsinn. Hier kannst du alle 5 Minuten anhalten, weil eine Ecke schöner ist als die andere. Unfassbar. Herrlicher Kulisse im Hintergrund. Lecker. Stell- und Schlafplatz ist gefunden. Wir sind jetzt einfach mal die Straße weitergefahren, immer noch im Stora Nationalpark. Felsmassiv im Hintergrund. Kasten. Das ist ein Parkplatz. Hier können schon ein paar Leute stehen. Toilette ist vorhanden. Wo kommt sie? Da. Und ansonsten wieder einmal ein Traum. Da geht der so ein berühmter Wanderweg los, oder was heißt los? Der Kungsleden, der ist glaube ich irgendwie 440 Kilometer lang, soll der Wanderweg sein. Und da werden wir morgen mal ein paar Meter drauf wandern. Stora Storfelitz Nationalpark. Ist hier nicht eine super geile Gegend, ey. Ich versuche jetzt mal ein bisschen runter zu latschen zum Wasser. Ich muss hier sehr stark aufpassen, dass man sich nicht hier die Haxen bricht hier an diesen Felsformationen. In der Mitte von diesem See sieht man sogar noch Eisschollen schwimmen. Erstaunlich. Fast Mitte Juni. Ich hoffe, ihr könnt mich hier einigermaßen verstehen. Das ist so herrlich hier. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das Wort herrlich oder unglaublich schon in den Mund genommen habe hier die ganze Zeit. Eine so unfassbare schöne Natur hier. Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you.
da hinten steht der Kasten. Ich habe mich jetzt nochmal hier ein bisschen runtergewagt und genieße jetzt hier mit euch diese Aussicht. Wird langsam kalt hier oben im hohen Norden, das muss man mal sagen, in diesem Nationalpark, der wirklich super, super schön ist. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier mal raufzufahren. Aber die Sonne geht dann doch relativ fix hier in den Berg unter und das merkt man doch massiv, weil es ist wirklich kalt. Und da geht sie nicht, nee, aber sie verschwindet hinterm Berg, das ist es natürlich. Wir haben hier gerade noch mit anderen Wanderern gesprochen. Wir haben gesagt, dass hier zu laufen ist sehr, sehr schwierig, weil noch ganz viel Schnee liegt und massive Schneeschmelze noch einsetzt. Deswegen werden wir das morgen, glaube ich, gar nicht erst probieren, hier ein bisschen hochzulatschen und werden wahrscheinlich in Ruhe wieder ausschlafen bis 7. Viertel nach 7. Und dann wieder auf jeden Fall Richtung Jokkmokk und dann werden wir uns wieder langsam runterschrauben. Wir sind ja jetzt, glaube ich, doch schon 2.500 Kilometer gefahren hier hoch und müssen jetzt natürlich zusehen, dass wir jetzt irgendwie jetzt in 500 Kilometer Tappen hier wieder langsam runterkommen. Zu Jokkmokk, Wilhelmina, vielleicht versuchen wir doch nochmal so zum Tennforsen zu kommen, das ist nochmal ein Wasserfall in der Mitte von Schweden und dann rutschen wir irgendwie immer so weiter langsam runter. Jo. Dann sag ich mal gute Nacht und bis morgen in alter Frische, wenn wir nicht erfroren sind bis dahin oder uns hier ein Eisbär gefressen hat. Hier schwimmen ja noch Eisschollen, die ihr gesehen, auf dem See. Nacht.